Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristik Real Talk, den Podcast von Bustani Aquaart. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. Ja, liebe Leute, jetzt gibt es schon wieder einen Podcast. Also jetzt bin ich ja so fleißig, dass es kaum mehr Worte dafür gibt. Und mir gegenüber auf dem Bildschirm sitzt jemand, der grinst bei den Worten, dass ich so fleißig wäre. Ja. Nämlich der gehört noch zur echten arbeitenden Bevölkerung im Vergleich zu mir. Roland, ich grüße dich. Hallo, Holger. Nicht, dass du einen Sommerschlaf erwacht, ja? Ja, oder die Frühlingsmüdigkeit beendet, oder tust du dich, ja, die Zähne, jetzt hör auf, das rumzuschieben, die Zähne und die Nase, und jetzt machst du hier einen auf alten Mann, ja? Ja, und zwar muss ich das jetzt ja auch machen, weil ich habe ja sonst keine andere Ausrede mehr. Ach so. Das ist das letzte, ja, das letzte Rettungsboot. Jetzt anspitzen und dann in die Versenkung gehen, ne? Genau, also es waren tatsächlich 6 Wochen, wo ich keinen einzigen Podcast da, produziert habe. Und in letzter Zeit geht's ja wieder steil bergauf. Ja. War ich ja bei den Aquadicted Jungs am letzten Mittwoch. Das war halt auch super. Das war halt wirklich auch echt gut. Du warst auch im Urlaub, gell? Ja, ich war fast 3 Wochen in Thailand gewesen. Mhm. Also ist auch das erste Mal jetzt seit 6 Jahren wieder. Also wir waren sonst, also wenn wir in Urlaub sind, eigentlich meistens Südostasien, Laos, Thailand, Singapur und Malaysia. Und das war jetzt Thailand das erste Mal nach Corona wieder. Und das war eigentlich schon, ja, es war die Frage, wie sehr hat Thailand sich verändert? Was hat sich verändert? Und zwar schon eigentlich toll. Und zum anderen hat er auch erschreckend. Das haben der eine oder andere, wo mir auf Facebook oder Instagram folgt, wird es ja mitbekommen haben, dass ich da unten in Khao Lak halt diverse alte und auch aquaristisch altbekannte Biotope besucht habe und halt zu meinem Entsetzen feststellen musste, dass da keinerlei Wasserpflanzen mehr drin waren. Also es waren Pflanzenbiotope, die ziemlich einmalig waren für Thailand, also vor allem wegen den Baclaya longifolia Biotopen dort. Und die waren diesmal halt komplett leer. Und das war sehr schlimm. Es ist ja so ein Teil der Erde, der fehlt mir ja völlig. Also da ist es tatsächlich, das fehlt mir auf meiner Landkarte komplett, so die Pins, die man da noch setzen müsste. Das ist jetzt alles tatsächlich relativ Neuland für mich. Wie muss ich mir so ein Biotop vorstellen? Ist das so wie in Afrika oder ist das viel offener oder sind das auch also so Schwemmgebiete? Im Prinzip ist man fliegt nach Phuket im Prinzip, das ist also Südthailand Richtung Malaysia runter, das sind Karstfelsen, also Karstberge im Prinzip, und das sind das einzigartige an dem Gebiet eigentlich, das sind kleine Waldbäche, die relativ kurz sind, also sie entspringen in den Bergen und kommen relativ steil den Bergen runter und münden dort ins Meer schon wieder. Das ist vielleicht eine Strecke von 10 Kilometer, wo die Bäche dort lang sind. Mhm. Und es sind halt Urwaldbäche, die meistens aus, also die, wo ich besucht habe und die anderen Aquarianer auch, meistens aus Wasserfällen entstehen. Das heißt, wenn man dort nach Khao Lak fährt, das ist so eine Stunde nördlich von Phuket, war Regenwaldgebiet, ist leider heute nicht mehr allzu viel da, weil überall Bananen angebaut werden und Ölpalmen und halt der Tourismus völlig überhand nimmt, obwohl das relativ harmlos noch im Vergleich zu Phuket ist und anderen Regionen in Thailand. Aber ursprünglich war das Regenwaldgebiet. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Nationalparks dort, ganz fantastische Nationalparks. Also auch überschattet, darf ich da sagen. Es sind drei große Nationalparks, die auch noch sehr unberührt sind. Mhm. Und wo halt dort auch Wasserfälle sind, wo diese Bäche entspringen dort. Ne? Und es ist, muss man sich auch, wenn der Primärurwald noch da ist, muss man sich das auch stark beschattet vorstellen? Ja, es sind stark beschattete und relativ kleine Bäche, die so, ja, ich sag mal, wenn die aus dem halt, wenn der Wasserfall runterkommt, dann ist der Auslauf da, der ist vielleicht so 3-4 Meter breit und vielleicht so 30 Zentimeter tief. Später werden sie dann bis zu 1 Meter tief, felsig, steinig mit Sand, sehr, sehr schöne Biotope. Und die waren halt streckenweise mit Cryptocurrhinum cordata bewachsen, die Biotope. Es gab an manchen Stellen, speziell unter den Brücken, große Felder mit Baclaya longifolia. Baclaya longifolia, liebe Leute. Das ist so eine Zielrosenartige Pflanze mit so langen Blättern, die leider heute fast nicht mehr zu bekommen ist. Also da gibt es eine rote Form, das ist die, wo gehandelt wird. Mhm. Und die gibt es kaum. Also es gab vor einem Jahr mal eine kleine Menge.
die aber auch ganz schnell wieder weg war. Also es sind Pflanzen, die bisher nicht über in vitro vermehrt werden, sondern rein dadurch, dass sie halt blühen und aus den Samenkapseln neue Genau. Pflanzen gezogen werden. Es ist ganz Und witzig, dass du genau diese Pflanze erwähnst, weil dann mein guter Freund Günther Gerlach hat das letzte Mal, bevor er nach Peru geflogen ist und seine Aquarien zu Hause in die Obhut seines Sohnes übergeben hat, hat mir bei seinem letzten Besuch hat gesagt, Holger, jetzt kriegst du was ganz Besonderes, das hat keiner mehr. Aber ich habe das schon seit ewigen Zeiten, der hat ja früher im Botanischen Garten gearbeitet, und Ja. hat, das ist Bacalaia longifolia, sagt er, das kriegst du heute nicht mehr. Das war früher eine ganz gängige, übliche Aquarienpflanze. Die war früher sehr weit verbreitet, weil sie sich eben im Aquarium relativ einfach vermehren lässt. Man lässt die Blüte einfach ausblühen, fallen die Samen ins Aquarium rein und dann kommt dann eine neue Und Pflanze. fallen wieder, ja, genau. Genau. Dann höre ich 2 Wochen später in irgendeinem Livestream den Stefan von Liquid Nature. Ja. Und er sagt, also er sucht noch 2 Pflanzen, also er sucht diese Seerose, diese Gardnerianer Seerose und auch Baclaya longifolia. Ja, Und dann ja. habe ich auf der Aqua Expo dem meine Mutterpflanze Ah, mitgegeben, dem okay. Stefan, weil Ja. ich ja gewusst habe, der Günther hat im Notfall dann noch welche. Und da habe ich es ihm damals mitgebracht. Und da war er ganz, Ja. ganz hin und weg, dass er gesagt hat, wie gesagt, Ja. die Pflanze kriegst du im Prinzip nicht mehr. Das ist Ja. was, das ist so selten geworden. Eben weil die Vermehrung zwar für den Aquarianer relativ einfach ist, aber für die große Menge, für die Gärtnerei, ist es natürlich viel, viel mehr Aufwand, wie wenn ich das aus dem In-vitro ziehe oder so. Ja. Wobei man halt sagen muss, eigentlich ist es natürlich eine Es war Pflanze, wenn eine es sehr gut rote. geht. Ja, also diese ganz rote, das ist ja die, was im Hobby ist. Also die Genau. Pflanzen, die es ursprünglich unten in Kaolack gab, das ist die braune Form. Das heißt, die hat ein grünlich-braunes Deckblatt und die ist unten drunter violett. Das ist eine Pflanze, die sich bei uns nie durchgesetzt hat. Also das Verschwinden dort hat auch nichts mit Naturentnahme zu tun gehabt. Da wurde früher mal gesammelt. Kryptogerin, vor allem Crinum Dianum, wurde dort ganz stark gesammelt, bis es fast keine mehr gab. Aber das hat mit dem nichts zu tun. Aber das Problem mit der Baclaya ist, dass sie halt sehr groß wird. Wenn es sehr gut geht, wächst sie einem völlig über den Kopf. Ich habe unten im Biotop Blätter gehabt, die waren 60 Zentimeter lang. Okay. Also das ist eine Pflanze, die kriegst du heute in unseren normen Aquarien. Die sind ja ein großes Aquarium. Ist ja heute, wenn die Leute kommen, sie haben ein großes Aquarium. Wie groß ist denn? Ja, 1,20 Meter. Ja, genau, Das also hätte man früher als Filterbecken verwendet. so Ein großes 300 Aquarium war Liter Becken. 600 Liter. Ja. Ne? Und das unten drunter, das Filterbecken, das wäre ein 1,20 Meter Becken, wäre ein Filterbecken gewesen. Und Ne? heute Und ist das ist halt auch tatsächlich, eine Pflanze, die für heute relativ ungeeignet ist, daher ja. eigentlich. Ne? Und wenn die Leute so große Becken haben, dann haben sie meistens irgendwelches Tanganyika oder Malawi-Zeug da drin, also Genau, wo genau, eben die genau. Pflanzen Ja. keine Rolle spielen. Dass Genau, sich jemand ein genau. bepflanztes 600, 650 Liter Aquarium hinstellt, das habe ich in letzter Zeit auch echt selten gesehen. Das passiert ganz selten noch, Das leider. tut Ja. keiner sich mehr an. Ja. Was ist denn deine Vermutung, was da Also passiert ist? ich kann es nicht wirklich sagen, aber ich vermute mal, weil ich gehört habe, dass da unten es sehr trocken ist. Also Okay. es wurde zum Beispiel, bevor wir losgefahren sind, wurde in den deutschen Nachrichten, es war sogar in den Tagesthemen, wurde erzählt, dass die Hotels in Südthailand Wasser sparen müssen und die Touristen nur eine gewisse Menge an Wasser zur Verfügung haben. Wenn das Wasser halt da unten so knapp ist und dann die Biotope halt austrocknen und die Biotope sind höchstens 1 Meter hoch. Das heißt, wenn es da mal 2, 3 Monate lang nicht regnet, sind die trocken. Und eine Baclaya, die hält es ein Jahr durch mit ihrer Knolle. Im zweiten Jahr ist es nicht mehr. Ne? Also ich konnte da unten niemanden fragen. Aber ich denke, es wird was mit der Trockenheit zu tun. Das entweder. Oder die tun halt mit Unkrautvernichtern arbeiten. Weil natürlich die Berghänge, wo In den vor 6 Jahren Bananen, noch Regenwald war, stehen heute Bananen. ja, Und ich, Bananenplantage ist sehr, ja, sehr Bananenplantage. Und Pestizid. ich denke einfach mal, entweder es wird zu stark gedüngt. Ja. Was die ganzen Bio Aber die Biotope waren Glas, waren keine Fadenalgen da oder so. Also optisch waren die Biotope gesund, außer dass keine Pflanzen da waren. Es gab auch Fische und Garnelen und so weiter. Das war alles zu sehen, kein Problem.
Ich vermute eher, dass sie halt mit Unkrautvernichtern dort arbeiten. Einfach damit die Fläche zwischen den Bananen einfach frei bleibt von Unkraut. Es wird einfach hingekippt und es läuft natürlich ins Wasser und trifft genauso wie Wasserpflanzen. Also es gab auch keine Kryptogorien mehr an den ganzen Stellen. Also ich war ja vor 2008 mit Aquanet mit dem Murat Kilic für den Ernst von Drachenfels damals da unten. Wir haben dann einen Film über Kaolack gedreht. Da gab es an jeder Stelle, wo der Bach über den Fluss getreten war, zwischen den Straßen, überall in jeder Pfütze gab es Cryptocurrina cordata. Nichts mehr. Es gab überall an den Bachläufen entlang gab es Pogostemon und nichts mehr, gar nichts mehr. Also es gab nichts mehr in den Biotopen. Also deswegen, Ist entweder ist schon es komplett ernüchternd, vertrocknet. ja. Ist schon Ja, ernüchternd, wenn man absolut. das, Es ist sieht. extrem frustrierend. Es waren so schöne Biotope. Und ich habe diesmal noch andere Bäche gefunden, weil ich halt dadurch, dass ich halt nichts gefunden habe, halt jetzt noch viel weiter gefahren bin und tiefer auch in die Bananenplantagen reingefahren bin. Habe dann halt dort auch Bäche gesehen, die ich vorher nicht gekannt habe. Und die waren leer. Es gab nichts, gar nichts, ne? In den Nationalparks bist du jetzt nicht gewesen und hast da mal geschaut, ob sich das da Doch, immer ein noch. Teil war davon Nationalpark, aber da war genau dieselbe Situation. Die nehmen auch für die Thais, die nehmen da nicht so wirklich Rücksicht drauf. Die Menschen leben in den Nationalparks und Ah, an den okay. Rändern. Also diese Unterschiede. Ich habe das einmal in Vietnam erlebt. Da haben wir, hat mein Fahrer damals gesagt, warum wir nicht da reinfahren? Habe ich gesagt, das ist ein Nationalpark. Dann ist er hingefahren und hat die Wärter gefragt, ob wir da reinfahren dürfen, Fische fangen. Und dann habe ich gesagt, aber das ist doch ein Nationalpark, da können wir doch keine Fische fangen. Hat der Wärter zu mir gesagt, du wirst ja wohl jetzt keinen Tiger schießen wollen, oder? Sag ich, nee. Also das ist, ne? Heute Das ist nicht. Nationalpark, ne? Ja. Ja. Das Traurige an der Geschichte ist, die heutige Pflanzenaquaristik, wie wir das kennen, das Aquascaping und diese ganze Mastropika mit den Wasserpflanzen, Dennelose, das ist ganz maßgeblich von diesen Biotopen in Kaolack beeinflusst worden. Also es gab da in den 80er Jahren die Firma Helena mit dem Horst Kipper und dem Kaspar Horst, die Deutsche Firma? schon dann, ja, deutsche Firma, also da ist heute Dupla raus entstanden. Ah, Also okay. Dupla werden viele noch kennen. Helena kennt wahrscheinlich nur noch die Babyboomer, Ich kenne es, aber also sonst selbst ich niemand. kenne Auf jeden es, Fall, sagt mir nichts. das war die erste Firma, die halt einen Kryptogorien-Dünger auf Mikrobasis, also diese Idee, dass wir Eisen im Aquarium haben und so weiter, die diesen Laterit damals als Bodengrund verkauft haben, die auch die ersten waren, die CO2 kommerziell in größeren Einheiten verkauft haben. Und die sind damals nach Kaolack gefahren, weil es halt schön einfach war. Du bist Ja. nach Phuket geflogen, hast dir ein Taxi genommen, bist eine Stunde drauf und dann standst in einem Paradies mit Wasserpflanzen. Und die haben dort halt Messungen gemacht. Die haben dort auch festgestellt, dass an diesen Biotopen dort von unten warmes Wasser aufsteigt. Die haben Okay. also die Hand reingesteckt in den Boden, haben gemerkt, da kommt überall Wasser hoch, weil sich halt das Berg vom Berg oben das Wasser durchgedrückt hat und den Fluss damit gefüllt hat. Und da entstand damals die Idee mit dieser Bodengrundheizung. Die ist ganz maßgeblich in Kaolack entwickelt worden, weil sie gedacht haben oder gesagt haben, Wasserpflanzen brauchen warme Füße, weil das in Kaolack so war. Ja. Und das ist halt ganz mal, und diese Biotope sind verloren für uns heute. Also da ist ein Teil unserer aquaristischen Geschichte, ist dort entwickelt worden. Auch das, was wir heute mit dem Pflanzenaquarium kennen, ist aus den Biotopen in Kaolack entstanden. Und das ist halt eine ganz traurige Geschichte, dass da ein Teil unserer aquaristischen Vergangenheit jetzt auch Vergangenheit ist, um es mal so zu sagen. Ne? Wie siehst du denn die Chancen, dass sich das von alleine wieder besiedelt? Das ist halt die Frage, man müsste halt komplett die ganzen Biotope ablaufen, ob es dort halt noch Restbestände irgendwo gibt. Also es war jetzt so gewesen, auf meinem Facebook-Post haben sich Leute gemeldet von der Labyrinther-Gemeinschaft, Ja. die regelmäßig dort sind und halt Labyrinthfische fangen. Und der eine Was von gibt's den denn von dort? dem Weißt du das Beta zufällig? Imbellis. Also er hat konkret da Imbiss, Beta okay. Imbellis genannt. Weiter unten im Süden gibt es Beta, in Krabi gibt es jede Menge Beta-Arten. Also keine richtig bunten, das ist alles so, Edithee nicht, aber es ist schon Ferox und diese braunen halt. Ne? Also es gibt zwar Große, Dinosaurier oder? schon, das ist nicht so mein Gebiet. Es gibt leider Ja. keine Parus romanus, aber Große Betas auch, also kleine, sind kleinere, kleine, so, ja, so kleinere. halbgroße, so 8 bis 10 Zentimeter Okay. große und halt im Bellis. Und auf jeden Fall einer von diesen Leuten hatte halt geschrieben, dass er im
früher noch dort war und zumindest an dem einen Wasserfall, wo dieser Bach entspringt, da hätte es noch Cryptocurrhine cordata gegeben. Daraufhin hat sich ein russischer Aquarianer gemeldet, der auch im Frühjahr dort war, und der hat geschrieben, dass er noch zwei Baclaya longifolia gefunden hatte. Und ich vermute mal, die hat er jetzt auch mitgenommen. Das waren möglicherweise die zwei einzigen Baclaya longifolia, die es dann in dem ganzen Gebiet noch gab. Aber nichtsdestotrotz, also er müsste halt mal wirklich gucken. Die hat es ja nicht nur dort gegeben, die hat es ja auf der ganzen malaiischen Halbinsel gegeben, wie weit die Verbreitung, aber zumindest das, was ich, die Fundorte, die ich kannte, das waren halt drei Fundorte dort, da gibt es gar nichts mehr. Also das Also, ist entsetzlich. es ist eigentlich schon schlimm, ja. Man denkt natürlich jetzt einerseits an Pestizide, an die Landwirtschaft, die da in der Nähe ist. Andererseits denkt man sich natürlich, ist es schon so die Vorboten des Klimawandels? Fällt das Ding einfach jedes Jahr Denke ich jetzt noch ja. mal 3, 4 Monate Denke ich. trocken Ja. und die Biotope verändern sich, die Fische überleben vielleicht noch in den letzten Restpfützen oder werden vom Wasserfall wieder runtergeschwemmt, sagen wir es mal so. Aber die Pflanzen packen das auf Dauer nicht. Da wird sich vielleicht jetzt im Laufe der nächsten Jahrzehnte da so eine ganz andere Pflanzengemeinschaft ansiedeln, die dort entsprechend besser mit den Bedingungen da zurechtkommt. Ja, aber ich meine, das weißt du ja wahrscheinlich auch, 90% unserer tropischen Biotope sind wasserpflanzenfrei. Also wasserpflanzenbestandene Biotope sind Ausnahmen. Und wenn man davon ausgeht, dass von den 10%, wo es Biotopen mal gab, die jetzt auch noch verschwinden, wächst da auch nichts anderes nach. Da Ne? bleibt Also, auch nicht mehr viel übrig, gell? Da nee, weißt, was es ist halt Sache auch so, es ist. hat ein anderer Aquarianer, der früher dort gewohnt hat, der also ein Haus hatte in der Umgebung von Phuket und Khao Lak, der hatte geschrieben, dass er das schon seit Jahren beobachtet hat, dass es immer weniger Fische auch gibt. Das heißt, dass die Schmerlen verschwinden, dass Garnelen verschwinden, dass immer weniger Rasbora-Arten. Also die Artenvielfalt, was er erlebt hat schon vor Jahren, ist im Laufe der Zeit schon zurückgegangen. Was mich nicht wundert bei dem ganzen Tourismus, wo sie da überall Hotels hinbauen und das Wasser holen und. Aber er sagt, dass halt nach seiner Beobachtung auch die Fische stark zurückgegangen sind. Das habe ich halt, ich habe nie ein Netz dabei gehabt, das hat mich nie interessiert in dem Sinne, da jetzt noch während dem Urlaub Fische zu fangen. Aber er sagt halt, es ist deutlich weniger geworden schon da. Ne? Und das passt jetzt natürlich dann wenn es wirklich durch das Vertrocknen dann auch nur die Pflanzen kaputt gehen, dann ist halt eine Frage, dass dann die Fische auch weg sind. Also ich habe Fische gesehen, Hampala zum Beispiel, das sind relativ große Raubfische, so große barbenähnliche Tiere, dann so silberne Barben. Aber ich kann halt überhaupt nicht beurteilen, ob es davon mal früher mehr gab oder weniger. Ne? Was macht das mit einem? Das stimmt dann doch echt tierisch nachdenklich eigentlich, gell? Ja, also ich sag mal so, es ist einerseits eine Dankbarkeit in mir, dass ich im Dass du Laufe schon mal meines erlebt hast, ja. 62-jährigen Lebens noch dieses unglaubliche Erleben hatte, dass es intakte Biotope zu sehen und zu finden. Und das ist natürlich unendlich traurig, also dass ich mir sage, eigentlich will ich nicht noch 50 Jahre diese Misere miterleben müssen. Dass es eigentlich in 50 Jahren die größte Teil der Natur nur noch bei mir im Aquarium, auf meiner Fensterbank und in den Zoos gibt. Und in solchen komischen Schutzreservaten, wo sich dann Amazonas-Reliktgebiete nennen, die dann irgendwie so groß wie Hessen sind, die dann 10 Schutzgebiete es im Amazonas noch gibt und ansonsten nichts mehr. Also das ist Ja, vor allem weißt du ja eigentlich eine Welt, nicht, in der ich nicht mehr leben will, ne? ja, es ist auch gerade wenn man an Südamerika denkt, ist es natürlich auch wirklich erstaunlich, was da schon an Arten überhaupt verloren gegangen ist, bevor du Ja. überhaupt so ein Schutzgebiet eröffnet hast. Erwischen konntest, ne? Ich kann Ja. mich nur daran erinnern, es ist ja immer relativ sensationell, wenn die Forscher gerade im Regenwald eine neue Säugetierart entdecken. Weil man Ja. glaubt ja immer, wer alles so entdeckt. Und in dem Jahr, als Notobranchius hengstleri veröffentlicht wurde in der Zootaxa, in der gleichen Ausgabe von der Zootaxa, wo eben hengstleri veröffentlicht wurde, haben sie eine neue Affenart beschrieben, was jetzt natürlich noch sensationeller ist, eine neue Primatenart zu entdecken. Ja. Das waren so goldene, goldfarbene Urwaldaffen, sage ich jetzt mal. Ja, aus Vietnam, mein Gott ist. Nee, die waren in Südamerika. In Südamerika. Südamerika. Ja.
Und sie haben den nach dem Farmer benannt, den dieses Land gehört hat, weil der diese alles abgeholzt hat. Ja, aber der hat für die Affen tatsächlich um sein Haus und um die Felder rum so Korridore gelassen, wo er den Regenwald halt stehen lassen, damit die von seinem Haus über so einen Korridor in so ein größeres Waldgebiet laufen können. Und sie haben insgesamt war das eine der allerersten Beschreibungen, wo kein Typenexemplar hinterlegt worden ist, weil sie gesagt haben, diese Affenpopulation ist so klein, dass sie eben jetzt nur die Tiere betäuben, bestimmen und dann wieder freilassen. Sie haben also ein Männchen, ein Weibchen jeweils betäubt und dann wieder freigelassen, weil sie davon ausgehen, dass die komplette Population unter 30 Tiere ist. Wow. Und das entdeckst du dann im Jahr 2005, weißt? Also das ist schon schon irre. Und da denke ich mir, bei solchen Reservaten, das kannst du dann so Größe von Hessen zwar einzäunen, aber was da irgendwann mal wirklich gelebt hat, kannst du, glaube ich, überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Also ob das wirklich der ursprünglichen Population entspricht, das halte ich jetzt auch mal für echt fragwürdig, für echt schwierig. Und dann ist es natürlich auch so, in Südamerika geht es ja den Kilifisch-Biotopen genauso an den Kragen. Die sind da in der Nähe von großen Städten, da sagst du jetzt mal Brasilia, gibt es ja Boitoni. Und der Fisch hat ja nur das Glück gehabt, dass der, als Brasilia aus dem Boden gestampft wurde, der auf dem Gebiet des zukünftigen botanischen Gartens seinen Typenfundort hatte. Und das haben sie natürlich um den Typenfundort rum gebaut. Und der lebt heute noch als Typenfundort im botanischen Garten in São Paulo. Ist aber die einzige Population, die es da gibt. Ja. Hätten sie da damals das Verwaltungsgebäude hingestellt, dann wäre es blöd gewesen. Wobei, es ist ja gerade mit diesen Küstenfischen, so wie ich das mitbekommen habe, scheint die Situation doch, man hat ja eine ganze Reihe von Arten gesagt, die sind ausgestorben. Ja. Aber jetzt haben doch die, also Costa und seine Leute, doch eine ganze Reihe von Arten wiedergefunden oder noch neue Arten dort gefunden, wo man halt gedacht hat, sie wäre nur eine Art. Und in Wirklichkeit sind es natürlich bei Costa drei oder vier Arten. Du, bei Costa geworden. Ist, wenn aber du den Fisch umdrehst, eine neue Art. Ja, natürlich. Ja, bei ihm auf jeden Fall. Also, ne, dann ist morgens ein anderer Fisch als abends. Ja. Ne? Und wenn du den Fisch, wie gesagt, umdrehst einmal, dann hast du gleich eine neue Art. Der macht aus einem Fisch zwei neue Arten. Ja. Der Costa hat sich einmal eingemischt, gell, in Afrika. Ja, ich weiß, in die Nordbranches-Geschichte. Alter. Dann hat er dann, hat jetzt die Finger davon gelassen, ne? Ich hoffe sehr, also ich habe seit ein paar Jahren jetzt nichts mehr gehört, aber ich habe halt alles das, was er halt gemacht hat, ist bis heute gültig, weil es keiner sich die Mühe macht. Das muss ja so ein, du kannst es ja auch nicht, so ein kompletter Pedant sein. Wenn du hinfährst und am Typenfundort den Fisch sammelst, kriegst du im Knast. Also was gibt's denn für einen besseren Schutz, indem er sagt, es darf keiner sammeln gehen, um, ne? Also es braucht dann nicht mal den Holotyp rauszugeben dann und dann, naja. Ja, wissen wir. Wobei es bei den Südamerikanern immer wieder schöne neue Sachen gibt, also die da so hochpoppen, da muss man schon auch sagen, da gibt's schon, also mehr wie bei den Notus nach wie vor. Ja, auch bei den Cynolepias, hast du die gesehen, was sie jetzt da die ganzen Gattungsumschreibungen gemacht haben? Ja, ja. Aber die Art, ey, Knaller, was da an Fischen dabei ist. Ey. Früher kannten wir Bilotti. Und die Trepinis, und dann Bilotti grün. Nochmal Lofi und dann war Ende und jetzt, ey, boah, unglaublich, ne? Ja, ja. Wohl, ich muss sagen, ich habe ja auch in meiner Jugend tatsächlich neben den Notobranchius auch viel Südamerikaner gehalten. Das lag auch an der Nähe zu dem Adi Rehm. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja, nur den Namen. Ja, ja. Das war so ein Salzburger, so ein Österreicher, mein Kaliber plus 50. Ja, genau. Also genau. Alter und Kilo. Und der hatte eben viel so Südamerikaner da in seinem Schulgebäude, war Schuldirektor. Und hat da das Schulgebäude, in dem er auch gewohnt hat, dazu missbraucht, dass da diverse Kellerräume plötzlich Fischräume waren. Und bei dem habe ich tatsächlich auch das allererste Mal so Keratophilus, weißt du, so eher so graue Arten gesehen. Ja, genau, diese großen. Ne? Und große, und er hat auch Elongatus nachgezogen. Das ist ja tatsächlich so 15, 18 Zentimeter. Die Schulmäuse damit verfüttert. da kannst du Familien ernähren damit. Und die saugen sich natürlich auch mal so ein
Tauwurmbündel. Das saugen die sich natürlich auch mal kurz rein. Kollegin, Aquaristik-Kollege, der Steffen Fick, der hat auf seiner letzten Kenia-Reise Microlepis mitgebracht. Ja, hoffe ich sehr, dass er das... Silbegranate, eine ganze Frösche verfüttern. Ist groß, es wird groß, ja. Und aber vor allen Dingen ist halt auch nicht besonders farbig, aber ist halt extrem selten. Also selbst die Leute, die unten in Kenia immer wieder fangen, da musst du anscheinend zum richtigen Zeitpunkt an dem Tümpel sein, weil sonst wird das nichts. Ja, die letzten, die den wirklich in großen Mengen mitgebracht haben, da musst du bis in die 80er gehen, bis der Fisch das letzte Mal. Aber ist da Interesse dran an solchen räuberischen Notobranches? Nee, also nur bei den Notoleuten natürlich schon. Da schon, ja. Ja, weil es ungewöhnlich ist, weil es natürlich sehr, aber sehr. Sprengt doch alles, die haben doch alle gar nicht so große Aquarien und passt ja hinten und vorne mit, ne? Ja, wobei, die werden jetzt nicht so groß. Also 5-6 Zentimeter und vielleicht 6-7, wenn du mal so. Also jetzt nicht wie Poroses oder sowas, wie es in Südamerika gibt. Nee, das nicht. Das Einzige, was wir in dem Kaliber haben, ist ja so Ocelatus. Also das ist dann tatsächlich so ein richtiger Räuber, der ist auch rechtförmig und das ist so ein typischer Anstandsräuber, der wird halt nochmal 15, 16 Zentimeter groß. Ist der da oder gibt's den noch? Der ist tatsächlich im Hobby, der Kirill Kardaschew in der Zwischenzeit 5 Jahren geschafft, den Fisch mitzubringen und auch zu verteilen. Es hieß immer jahrzehntelang, dass dieser Fisch an sich nicht gerne reißt, als lebender Fisch. Ja. Aber auch die Eier tatsächlich auf Reisen gehen. Ja. Ja. Und anscheinend hat er da eine Population gefunden, wo beides machbar ist, also wo beides jetzt nicht unmöglich ist. Mhm. Der Fisch war seit 95 war der eigentlich immer im Hobby, weil Brian Waters den immer für sich zu Hause seit 95 nachgezüchtet hatte. Mhm, aber natürlich in geringsten Mengen. Mal so 3 Stück, mal so 5 Stück, wenn es mal gut ging, mal so 10 Stück. Weißt? Du brauchst dann ab der Woche 2, 3, brauchst du dann für jeden Fisch mindestens so ein 25-Liter-Becken in Einzelhaltung, weil die sich, sobald da ein geringster Größenunterschied da ist, sich die gegenseitig fressen. Die fressen sich einfach gegenseitig. Gibt's auch jetzt, seitdem die im Hobby vertreten sind, ein paar Engländer haben den noch und den gibt's schon, den Fisch. Aber immer wieder tauchen halt so Fotos auf, wo ein Fisch, der 3 Zentimeter ist, einen Fisch, der 2,5 Zentimeter ist, im Maul hat und die Hälfte vom Fisch halt noch rausschaut. Der Dr. Försch hat damals Microlepis aus Somalia bekommen vom Dr. Haas. Und der hat mir ja gezeigt, wie man diesen unstillbaren Hunger stillt. Der hat nämlich immer so eine Schale mit Sand und Tubifex. Das heißt, eine Petrischale, wo Sand drin war, und da war halt immer so Tubifex-Würmer drin, dass wenn er Lust hat, irgendwas zu schnabulieren, dass er immer zugreifen kann, dass er immer da was ist. Ja. Und je besser die halt natürlich gefüttert werden, umso weniger aggressiv sind sie auch den Mädels gegenüber. Ja. Das ist bei den Notos ja meistens so, wenn die sehr gut im Futter stehen, dann kann man die auch Pärchen- oder Trioweise halten. Ja. Sonst muss man sich da beschränken, bescheiden. Ich habe ein Interview mit Wolfgang Ewald geführt, hast du gesehen? Hast du schon veröffentlicht? Ja, ist schon veröffentlicht. Nee. Oh, muss ich? Absolut. Okay. Super, super genial. Super, super genial. Und ich habe mich mit dem Wolfgang ungefähr, ich sag mal, eine Viertelstunde lang über den Artstatus von Segersee unterhalten, von Diapterus Segersee unterhalten. Muss ich mir anhören. Ist echt gut. Da wird es auch noch einen zweiten Teil geben. Und da haben wir uns sehr formidabel unterhalten auf der AIK West, auf der Kielfischausstellung von den Italienern. Italienern, ja. Genau. Aqua Expo. Ich hoffe, die Tonqualität ist besser als mit einem italienischen Kollegen. Das war ja fast nicht zu verstehen. Ja, es war fast nicht zu verstehen. Ich habe einfach aufgehört, es mir anzuhören. Ja, das glaube ich auch. Das tut mir auch ehrlich gesagt ein Leid für die Leute, weil es war ein ganz nettes Interview mit dem Stefano. Aber die Tonqualität, gebe ich dir völlig recht, war unterirdisch. Aber das war halt so im Freien, im Zelt, weißt, war schwierig einfach. Ja.
Aqua Expo. Inwieweit bist denn du auch dieses Jahr mit der Aqua Expo involviert? Ich bin jetzt schon involviert, dass ich jetzt schon mit meinem Kollegen zusammen Escapes baue bis zum Abwinken. Wir haben jetzt also, ich weiß nicht, wie viele Meter Zähnbecken gescaped. Es kommen ja für die alles, was Rang und Namen in der Aquaristik hat, wird bei Zoobox auf dem Stand vertreten sein. Mhm. Und die haben natürlich alle Schaubecken dort gesponsert, also Becken zur Verfügung gestellt, die ich jetzt im Augenblick mit meinem Kollegen, dem Tobias, im Prinzip machen wir nichts weiter als Montag, Dienstag Scapes bauen. Okay. Und dann kommen halt noch die Promi-Scapes dazu, die dann Thomas baut mit Aquaowner, mit Natrop, mit verschiedenen anderen Leuten noch zusammen. Aber insofern bin ich da ganz, ganz stark involviert, dass halt von der optischen Seite her da von mir und von Tobias eine ganze Menge auf der Messe zu sehen sein wird. Sehr schön. An Aquarien, an Scapes und Biotopbecken werden wir auch machen. Mhm. Ja, ansonsten bin ich halt im Prinzip die dritte. Ich bin ab Dienstag schon vor dem Aufbau dort, weil wir halt die Biotop-Aquarien von die 1,50 Meter Becken kriegen wir nicht transportiert. Mhm. Das heißt, die können wir dann erst dort fertig machen. Ich baue hier die das Layout fertig, tue es einweichen und tue es dann praktisch dort bepflanzen, aufbauen und wieder bepflanzen. Das so, ist so, so jetzt schon in der Mache. So Dark Start und halt dann tatsächlich drüber schleifen und dann zusammensetzen. Genau, wird aber noch? Das werden nur die großen Becken sein, also alles unter 1,50 Meter wird jetzt schon fertig gemacht und wird dann mit dem Gabelstapler hingebracht im Prinzip. Ja, also, irre, oder? Ich hoffe, es wird eine tolle, tolle Messe, also für die Leute, die werden unglaublich viele Aquarien zu Gesicht bekommen und es werden halt alles, was an Prominenz, Influencer, interessante, tolle Leute werden vertreten sein auf der Messe. Ne? Sehr schön. Ich auch? Ja, du vielleicht auch? Ja. Wobei ich mich ja in die Kategorie unbequeme Influencer einordnen würde. Ja, das ist ja die Ausnahme, ne? Aber du wirst dann die Leute von Aquadikte werden da sein, die werden ja ein Aquarium machen oder die werden vorher schon nach Remscheid kommen und werden dort ein Aquarium gestalten. Sehr schön. Bei uns, ne? Ja, und solche Sachen werden, also solche Highlights, es werden. Können wir ruhig die Werbetrommel. Die kaum jemand kennt, werden kommen und werden bei uns am Stand dabei sein. Also denke ich, es wird sehr, sehr gut. Es wird bestimmt wieder eine so tolle Messe wie beim letzten Mal, wenn jetzt sogar noch besser, denke ich mal. Genau, also können wir durchaus die. Es sind viel mehr Leute da, viel mehr Aussteller. Und ich hoffe eigentlich, dass es wirklich so ein Battle gibt zwischen den Ausstellern, dass das die Leute von Aquario, die sind da sein. Ich denke mal, die werden sich ganz viel Mühe geben, da was hinzustellen. Und werden wir sehen, was halt noch alles kommt. Und ich denke, die werden ja halt alle etwas machen wollen. Also ich denke, die Messe wird davon profitieren und halt vor allem für den Endverbraucher wird es wirklich das Event werden. Ne? Ja, können wir also durchaus die Werbetrommel ein bisschen rühren, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was da im letzten Jahr abgelaufen ist. Es war ganz nette Atmosphäre. Ich habe nur fast Angst, dass es ein bisschen zu klein wird, so der Veranstaltung, dass es ein bisschen arg voll sein wird. Gell? Ja, das wird es. Also ich denke auch, wir werden sehen, was am Sonntag passiert. Ne? Also das ist, aber ist halt so. Ich meine, irgendwo muss man es natürlich auch wirtschaftlich sehen. Ja, klar. Fläche kostet halt Geld und es war das letzte Mal schon phasenweise, wenn ich mal angucke, wie lange die bei Zoobox an der Kasse standen. Den ganzen Zoobox stand bis hinten zum Eingang durch und das bei zwei Kassen. Ich denke, sowas Vergleichbares wird diesmal wieder passieren. Ja. Aber es ist halt eine einmalige Gelegenheit. Ne? Du wirst Stefan von Liquid Nature, die werden ja da sein. Dann genau. Aquaona wird da sein und Netrop wird da sein und Sascha Heuer wird da sein. Also man hat wirklich, Itzi wird da sein, JS glaube ich eher nicht, weil der eigentlich sowas gar nichts am Hut hat. Jetzt nicht wegen dir wird er nicht kommen, er war beim letzten Mal auch nur für eine Stunde da und hat schon gesagt, er weiß ja, was er hier soll und es wird halt diesmal auch nicht anders sein. Ich Alex bin war gespannt, also der Michael hat ja sein imaginäres Hausverbot wieder aufgehoben. Ach, das ist alles Schall und Rauch. Ja, ich habe den mit dem habe ich mich ja kurz getroffen auf der Aquafish, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, oder? Ja, hast du ja. Genau. Und
Ja, nein, da wünsche ich euch echt ganz viel Glück, auch dass das Wetter hält, ist ein bisschen später im Jahr, wie es letztes Jahr war. Nee, oder? Das ist genau dasselbe Datum. Das gleiche Wochenende. Sehr schön, ja, okay. Selbe Wochenende, ja. Weil die Vivarium ist später als sonst. Dies Jahr, genau. Dieses Jahr ist nämlich die Vivarium ein bisschen im November, glaube ich. Sehr erst. Ja, ja. Das ist, glaube ich, erst im November. Anfang November, ne? Ja. Ja. Wie war es sonst früher? Ja. Das war, ist auch gut so, die sollen sich gegenseitig nicht wehtun, diese Messen, das fände ich schade. Das sind zwar sonst grundlegend verschiedene Messen, glaube ich, also es ist nicht wirklich das Problem, glaube ich, also die Messen können wirklich nebeneinander bestehen, also das ist, ich würde halt sagen, die Dortmund-Messe ist wirklich in erster Linie eine kommerzielle Messe und in die Vivarium ist halt wirklich so ein Zwischending, wo halt die ganzen Privatleute dastehen, ihre Pflänzchen verkaufen und ihre Guppies und ja. Das ist wirklich eine andere Geschichte, ne? Das kann man so nicht vergleichen, ne? Ja, und das untere Stockwerk ist halt für die kommerziellen und das obere Stockwerk bei dem Vivarium ist halt für die Privatleute. Genau, ja. Es hat die Frage, wird sein, trauen Sie sich nochmal diese Beutelbörsen zu machen? Ah ja, das werden Sie machen. Oder? Da ist ja nichts dran falsch. An der Beutelbörse ist nichts falsch, Roland. Außer, dass die Tüte 25 Mal in die Hand genommen wird. Und ne? Wenn du und die gleich... Schütteltrauma hat. So, jetzt pass mal auf. Jetzt nimmst du mal so ein Becken mit 100 Ramiresi und dann hast du einen guten Messetag. Da ist er mit seinem Kescher 20 Mal ja, in dem... Korrekt, ja. Alle Minute ist er mit seinem Kescher da drin und jagt da die Fische durch das Becken. Ja. Da sind die doch paarweise im Beutel besser dran. Ja, das stimmt, ja. Eigentlich stimmt das, ja. Also, ich finde an den Beutelbörsen überhaupt nichts falsch, solange die Leute natürlich vernünftig sind. Wenn natürlich da jetzt 1000 Leute den Beutel in die Hand nehmen und einmal schütteln, dann ist klar, dass das nicht so geil ist. Aber ich habe ja die Leute beobachtet. Die machen das nicht. Das wurde immer ganz vorsichtig hochgenommen. Erstens vorsichtig und zweitens, teilweise werden sie auch gar nicht vorgehoben, weil sie sind auf weißem Tisch, Untergrund, und dann schaust du dir in den Beutel rein. Und nur wenn dich der Fisch so wirklich interessiert, dann nimmst du ihn hoch. Ja. Genau. Aber wenn du kennst ja diese Fischbörsen, da wird ja alle 10 Sekunden da die halbe Mannschaft durchs Becken gejagt. Vor allem mit den Klassenfischbörsen, ne? Ja. Mit den Klassenfischen, wo es am 30-Liter-Becken und da sitzen 25 Schwerträger drin. Ne? Genau. Klar. Und dann jagst du die erstmal durch die Walachei da alle 5 Minuten. Ja, es hat auch so einen Grund, dass der Zoobox, dass wir auch bis jetzt dieses Jahr wieder entschieden haben, keine Fische zu verkaufen. Mhm. Weil wir halt es eigentlich nicht wollen, dass wir halt die Fische dahin schleppen und wieder zurück. Die Leute sollen zu uns in den Laden kommen, die Fische holen. Da haben die ihre Ruhe. Es ist natürlich halt immer vom kommerziellen Gedanken, ist natürlich verführerisch. Auch von dem Gedanken halt ein Komplettsortiment anzubieten. Ne? Die Leute kennen uns ja wegen den Fischen. Haben halt auch viele Kunden, die über den Versand gehen. Und da ist natürlich schon ein toller Service, wenn man auf der Messe der Kunde halt die Möglichkeit hätte, mit uns direkt zu sprechen, über den Fisch zu sprechen und dann seinen Fisch nach einer Beratung mitzunehmen. Aber letztendlich halt die Fische hochzukarren wegen 2 Tagen, sondern abends wieder alles einpacken in einer unglaublichen Hektik, haben wir uns halt auch diesmal wieder dagegen entschieden. Wird denn in was den Scapes machen kann, in den kann Scapes sein, dass wir Fische sein? Werden in den Scapes Fische sein? Nein, also wir machen wahrscheinlich 2 Biotop-Aquarien und da werden eventuell Skalare und Elwelse drin sein. Also Fische, die man einfach rausbekommt, ohne sie jagen zu müssen. Mhm. Das war unser Ansatz, dass man halt einfach hingehen mit 2 Netzen, die Fische einfach raushebt. Ja. Und nicht jetzt ein Becken mit einem Scape, wo dann 50 Sundar Danio Axel Rodi drin sind, wo wenn der falsche Mann sie fängt, halt eine halbe Stunde braucht, bis die alle hat. Ne? Also das wollen wir halt auch diesmal wieder vermeiden. Ne? Mhm. Das ist ja. Kann ich durchaus verstehen. Ja. Also nichtsdestotrotz denke ich, auch in dem Gedanken, wie bewahren wir die Aquaristik oder wie bringen wir die Aquaristik weiter, ist es ganz essentiell, dass auf der Messe Fische sind zum Verkauf. Aus was Wilhelmi macht und so weiter. Ja. Absolut berechtigt. Man hat ganz kurze Wege, die Fische sind innerhalb von einer halben Stunde da und am selben Abend auch wieder eine halbe Stunde zurück, dann ist es vollkommen berechtigt. Ja. Aber ich denke auch, es ist ganz wichtig, dass die Leute Fische sehen und Fische kaufen können. Aber für uns, die 1 Stunde, 1,5 Stunden entfernt sind, haben wir uns halt auch diesmal wieder entschieden, keine Fische zu machen. Mhm. Wird auch dann langsam echt knapp mit dem Platz. Sage ich dir ganz ehrlich. Müssten wir auf ein paar Scapes verzichten.
Ja, natürlich, klar. Naja, man könnte so eine kleine Band, ich meine, was ist interessant bei uns, sind halt die Raritäten. Ne? Ja. Also, dass man hier seltene Sammler, seltene Zwergbuntbarsche, also da hätten eine kleine Band genügt. Ja. Aber ja, es ist immer das, da stehen die Leute und dann sagen, habt ihr keine Coupés, habt ihr keine Schwerträger dabei? Also, wie du es machst, machst du es verkehrt. Ja. Ne? Und für die echten Nerds, die fragen dann, ja, ihr habt irgendwie mal Tokromis dabei, aber wieso habt ihr nicht die Buffer-Food-Variante von Wallace Chromis Humilis dabei? Also wie du es machst, machst du es verkehrt. Ne? Also haben wir gesagt, nee, wir machen gar nichts. Ne? Also Brot- und Butterfische, die brauchst du eigentlich, die hast du im Laden, die stehen da gut, die sind da gut aufgehoben. Das Sind ja auch Leute da. Waren ja beim letzten genau. Mal war es ein Züchter da, wo du deine Schwerträger aus der deutschen Nachzucht bekommst, Ja. die seltsamerweise überhaupt nicht nachgefragt worden sind. Also der Züchter war extrem unzufrieden. Und andere Fische weiß ich halt, dass Wilhelmi da gerade mit den seltenen Sachen einen sehr guten Abverkauf hatte dabei. Ne? Also es, man Immer wieder weiß halt nicht. erstaunlich, Ne? gell? Ja. Weil einen guten Schwerträger zu bekommen, der jetzt nicht aus so einer Dampfzucht aus Indonesien oder aus Israel kommt, das ist heute nicht mehr so leicht. Einen Ja. richtigen guten Schwerträger zu bekommen, das heißt so ein ganz stinknormaler, orangener, roter Schwerträger, der halt die nötige Mit der Masse vollen, mitbringt, mit dem großen Schwert, den ne? großen Und nicht Schwert. diesen kurzschwänzigen, Ja, naja. und das ist heutzutage gar nicht mehr so leicht. Da musst du über die Privatzüchter gehen, sonst kriegst du auch nichts. Ich sag das Gleiche jetzt mit den Black Mollys. Kriegst du mal heutzutage einen guten Black Molly irgendwo her? Aus der Zucht aus Indonesien kommt der nicht. Ja, vor allem, was halt das Schlimme bei denen heute ist, die, wenn du mal überlegst, wenn du vor 30 Jahren in den Zoohandel gegangen bist, da hast du überall kleine Black Mollys schwimmen sehen. Ja. Du siehst heute keine Jungen mehr. Auch im Großhandel nicht. Die, nichts mehr. Die kriegen ein Medikament, damit die auf dem Flug her nichts werfen und es scheint wohl sehr lange anhaltend zu sein. Aber ich kann mich daran erinnern, wir hatten früher im Zoo immer Black Mollys, Silber Mollys, Goldstaub Mollys. Gab immer junge Schwerträgerblatt. Das passiert heute nicht mehr. Ist nicht mehr. Selbst bei den Guppies siehst du selten, gell? Ja, das kann ich jetzt so, ja, Ja, aber auf jeden Fall, du wobei, siehst es halt, wenn du bei ja. Hornemanns reingehst, du siehst nirgendwo Jungfische und das war früher anders, ne? Du hast in den Becken immer Junge drin gehabt, weil die geworden. Die kamen ja in den Tüten schon mit den Jungen. Das war immer die Katastrophe, dass die Leute 60 Schwerträger gepackt haben und 300 ankamen, ne? Super Geschäft für den Importeur. Nee, die kriegst ja nicht großes, nicht? Aber das ist halt schon auch so Dinge, die sich halt sehr, sehr stark verändern und wo ich sag halt mal, der Normal-Aquarianer eigentlich gar nicht weiß, was er macht. Wie gesagt, die Leute kennen alle die Kennzeichnungen auf den Eiern, wissen, ob es freilaufende Hühner, ob es glückliche, unglückliche Hühner oder ob es auf der Stange nur gelebt hat. Das weiß jeder. Aber was sein Blati hinter sich hat, wie es bei uns im Aquarium sitzt, da fragt kein Mensch danach. Und da müsste halt auch das Bewusstsein beginnen, ne? Ja. Dass man halt auch sagt, Deutsche wir wollen eigentlich Nachzucht, einen nachhaltig gezüchteten ja. Platy haben. Ja. Der Und kostet aber keinen dann keine Platy. 80 Cent mehr, weißt? Der Ja. kostet dann vielleicht 5 Euro. Ja, die kosten sie jetzt schon. Trotzdem mal. Ja, ich meine, weißt du, was ein Kupi heute kostet? 5 Euro, ne? Ja, aber ja, okay. Schwerträger kostet über 10 Euro ein gescheiter Schwerträger. Das musst du mal überlegen, ne? Das ist eine Investition. Früher bist du mal hingegangen, hast du einen Pärchen Schwerträger. So zwischen Salat und Milch hast du noch einen Pärchen Schwerträger. Das machst du heute nicht mehr, weil du nämlich deinen Steak nicht mehr bezahlen kannst hinterher. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Natürlich diese völlig übertriebenen Sicherheitszuschläge und ist Aquaristik wirklich ein teures Hobby geworden. Ne? Wir denken immer, wenn die Leute sagen, so ein seltener Kongo-Salmon, der kostet 20 Euro, regen sich drüber auf und denke ich, wenn du einen Pärchen Schwerträger kaufst, bist du bei 15 Euro. Naja. Ne? Muss man alles Das mal in Verhältnis setzen. Und die kommen aus ja. irgendwelchen Teichen, beschatteten Teichen, irgendwo aus Indonesien, weißt? Ja, genau. Das Ja. ist ja. Allein schon, wenn du dran denkst, was du heute für so ein Beta, weißt, für so ein Beta Splendens, so Ja. Hochzugsblendens, bezahlst, im Vergleich jetzt dazu zu irgendwelchen hochkomplex importierten Salmler-Wildfängen Ja. aus Ja. Südamerika oder so. Ja, Das steht ja auch im natürlich. Prinzip in keinem Verhältnis. Weißt du, wenn du da 20 Euro für so ein Hochzugsbetta Es zahlst, geht ja ein bisschen nicht teuer. 20 Bitter ist ja nur die unterste Klasse. Also, ein normaler Bitter Splendens kostet im Handel 8 bis 12 Euro. Das ist der ganz normale Rot.
rote oder blaue Schleierkerl. Sobald du anfängst, was mit Koi oder Crowntail oder was weiß ich. Oder Fancy oder sonst irgendwas. Ja. Und wenn die irgendein Dumbo hier, was weiß ich, Shortbody, High Flame, bist du bei 80 Euro. Also das ist die Relation, ne? Und dann sich aber aufregen, oder nicht aufregen, die Leute regen sich ja nicht auf, die bemerken es halt nur, dass du dafür so einen schönen Kongo-Sammler dann halt auch plötzlich 20 Euro, 30 Euro zahlst. Ja, aber es ist gar nicht so ein großer Unterschied. Im Verhältnis ist es, muss man einfach sagen. Ja, klar. Also, ne? Das eine ist gezüchtet, das andere ist halt Wildfang. Das Wildfang ist halt schon immer noch Aufwand. Wirklich, also, ja, ich will da jetzt nicht zu viel dazu erzählen, aber es ist nicht immer das Bessere, was man aus Asien als Nachzucht, also was da ein Einsatz an Medikamenten stattfindet, um diesen Fisch in kürzer Zeit groß zu kriegen, ist alles andere als nachhaltig. Also da kann ich halt wirklich sagen, wenn man halt dann einen roten Neon aus Südamerika kauft, wo der Regenwald mitgeschützt ist, tut man mit Sicherheit die bessere Wahl für den Schutz der Umwelt als auf jeden Fall mal irgendwas Heftiges aus Indonesien. Auf jeden Fall. Ja, sind wir schon bei Fischen? Wenn du Brancius-Zucht da unten hast, ist das immer noch in deinem Kopf, dass du da unten so den, dass wir mal so ein Projekt ansteuern wollen, In Tansania, genau. Ja. Also das hat sich ja dieses Jahr, wie gesagt, aufgrund der Nasennebenhöhlen-Terrors nicht mehr ergeben. Aber wir fahren jetzt auf jeden Fall mal zum Jahreswechsel runter. Wir müssen auch mal nach unserem Landy wieder schauen. Ja. Und da werde ich mir dann eine Woche oder zwei Wochen länger Zeit nehmen und werde da mal in Dar es Salaam und dort mich mit den Leuten intensiver unterhalten und mal schauen, was man da aufbauen kann. Also die Grundlagen sind durchaus gegeben. Man muss jetzt natürlich immer schauen, wie es dann auch aussieht. Also weißt, wie es dann vor Ort auch ist. Und wenn man da mal eine Woche lang denen über die Schulter schaut und eine Woche lang denen mal erklärt, wie was ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wenn die nächste Woche, wenn ich nicht mehr da bin, dass das immer noch genauso funktioniert. Also da bin ich mir nicht sicher. Aber es ist ja nicht viel Geld, was da im Notfall, weißt, ich muss ja da nichts aufbauen, ich muss ja da kein Fischhaus aufbauen, sondern es ist ja alles existent da. Ich müsste höchstens 2-3 Leute anlernen und denen das beibringen, wie man diese Fische einfach am Leben hält und vernünftig exportiert, mit kleinen Tüten einzeln verpackt und so weiter. Mal schauen. Wie gesagt, das ist alles Ding. Bei mir stehen ja auch gröbere Veränderungen ins Haus irgendwann mal, vielleicht nächstes Jahr. Das ist alles immer noch nicht sicher, ist noch nicht spruchreich. Ich habe schon mal erwähnt in dem Podcast. Das lasse ich aber erst raus, wenn es tatsächlich spruchreif ist. Dir kann ich es ja hinterher noch erzählen. Muss man alles abwarten. Das ist tatsächlich alles interessant und es bleibt spannend. Also auch für den Herrn Hengstler bleibt es im hohen Alter noch spannend. Ja. Fische haben wir jetzt schon geredet. Warst du in der Zwischenzeit bei Reunemanns? Ich fahre am Freitag zu Reunemanns. Zuerst am Freitag, also in 2 Tagen. Im Augenblick ist halt wirklich ein Season, dadurch, dass halt im Augenblick halt Ferienzeit ist. Es lohnt sich halt nicht wirklich, jetzt Riesensendungen her. Also was absolut ein Highlight ist, was jetzt seit langer, langer Zeit mal wieder da war, die Woche sind Gymnochanda Plögi. Das ist dieser Glasbarsch mit diesen rot geflammten Flossen. Ganz seltene Art. Das sind, Traunemanns, gerade mal 40 Stück bekommen davon. Okay. Also das ist ein Fisch, wo ich ganz, ganz lange drauf gewartet. Die meisten kennen halt nur den normalen Glasbarsch, aber es gibt eben in Borneo gibt es diesen Gymnochanda Blögi mit so ganz rot geflammten Flossen. Einfach mal googeln, also eine ganz, ganz tolle Art. Es gab auch noch Filamentosis vor einiger Zeit, aber sonst ist jetzt eigentlich nicht wirklich was. Sehr ruhige Zeit gerade, gell? Also ich habe es auch bei den... ist Ferienzeit, klar. Die Leute kaufen nichts und die Händler sind dann natürlich auch entsprechend zurückhaltend. Und mit dem schlechten Sommer läuft dieses Jahr die Teichsaison noch schlechter als vorher, weil die Leute einfach nicht rausgehen. Wer setzt sich bei 16 Grad nachts an seinen Teich? Früher hat man gegrillt und hat man den Kreuz zugeguckt. Heute sitzt man vorm Fernseher bei 16 Grad. Also das ist halt wirklich ein Problem. Ne? Habt ihr so einen schlechten Sommer? Habt ihr da oben bei euch so einen schlechten Sommer? Absolute. Wir haben 26 Grad hier. Ach, komm.
Klar, guck mal, bei euch da unten ist manchmal wärmer, aber also hier NRW Och. und Hessen oder so ist ziemlich Also gut, kühl die letzten Wochen. im Mai hatten wir natürlich, dieser Mai, der war natürlich für uns Ja. gefühlt, sage ich jetzt mal, total Sommer. verregnet und da total schlecht. Aber ab Juni können wir es nicht, gut, seit ein paar Tagen regnet es immer wieder mal. Aber wir haben hier schon ganz angenehme Temperaturen, ehrlich gesagt. Also mein Ja, mit für dich Dacker. sind 21 Grad angenehm, aber halt Sommer, dass du halt abends um 10 Uhr noch im Freien sitzen kannst und grillen Ja, kannst. mal keine tropischen Ja, das Sommer hast du es gerade. machen können dieses Jahr, Ja, ne? ja. Nicht oft, ne? Ja, wobei hatten wir halt schon so eine Hitzewelle über 14 Tage, da hat es auch keinen Tropfen geregnet hier. So Anfang Da Juni, war ich ja, in Thailand, das habe Mitte ich nicht Juni. mitbekommen. Das war schon gut. Ja. Aber ja, wie gesagt, ja, ruft die Sonne ja an. Jetzt gehe ich mal kurz hin, ich mache mal kurz Pause. So, jetzt sind wir wieder da. Aber ansonsten bin ich auch in der ganzen Szene ist jetzt im letzten halben Jahr nicht viel gelaufen. Also ich kann mich jetzt nicht an irgendwas Highlightiges erinnern. Ich finde, es tröpfelte generell auch so an Highlights war da nicht viel, ne? Oder? Findest du? Ne? Ja, also die Ladigesia rolofi, die überall im Handel jetzt auch auftauchen und überall zu sehen sind, das ist so ein geiler Fisch. Ja, Also ist es. ich habe sie letzte im Liquid Nature auch wieder welche gesehen, die da rumschwammen. Die kamen, glaube ich, auch direkt am Ende von euch, von der Zoobox. Kam von Hollands, ja. Genau. Und das sind so Sachen, das freut mich, dass sowas Ding ist. Also die schwimmen auch im Schaubecken bei den Kollegen Aquadicted rum. Und das ist schon was außergewöhnlich ist und was man halt einfach tatsächlich nicht so oft in der Qualität und in der Menge, sage ich jetzt mal, sieht. Sonst, was ist mir sonst noch aufgefallen? Ja gut, wie wir es auch schon diskutiert haben, diese ganzen Kongo-Salmler, die da jetzt kamen, auch über deine Initiative und über deine Fänger, die du da kennst. Und das ist was, da könnt ihr auch durchaus alle dankbar sein und auch die Leute dort unten entsprechend zu unterstützen, dass diese Fische fürs Hobby überhaupt zugänglich gemacht sind. Früher, weißt du eh, hat man es als Beifang vielleicht noch irgendwie mal so 4, 5 Stück sich als Kilifisch-Enthusiast, also ein paar mitgenommen, aber so kommerziell, dass da halt mal ein paar hundert gefangen werden und auch ein paar hundert mal über 1, 2 Wochen gehältert werden, bevor du die entsprechende Menge da zusammengesammelt hast, ja, das passiert ja eigentlich kaum mehr. Und das sind schon so Sachen, da freut es mich, dass sich da in den letzten Jahren tatsächlich gerade was Afrikafische betrifft, viel getan hat. Ja, meine Fasciolatus, ich habe auch jede Menge Fasciolatus in den einzelnen Händlern gesehen, wobei das eher Nachzuchten sein dürften, was so die Nachzug aus größte. Indonesien, ja, oder Tschechen, Ja. also Tschechoslowakei-Fische, also Tschechien-Fische, aber die kommen halt, glaube ich, auch mittlerweile aus Indonesien, ne? Ja, also das ist schon eine gute Sache. Und sonst, was ist mir sonst noch eingefallen? Ich war jetzt auch nicht in so viel Aquarienläden in letzter Zeit, obwohl ich war beim Liquid Nature. Warst du da Ja, schon im neuen aber der hat, Laden? nee, aber der hat ja eine relativ kleine Fischverkaufsanlage, ne? Ja, also im Vergleich zu euch. Aber Also Stefan, das ist schon extrem weit von uns, da kannst du nur hinfliegen. Wir wollten das im Frühjahr machen, ja. aber da haben wir dann doch, ja, irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. Und, ja, Ja, nee, schon also weit. muss schon sagen, dass der Laden ist top. Also wirklich, Ja. allein schon, dass man sich mal eine Fischverkaufsanlage mit Weißglas-Aquarien gönnt. Das mag ein bisschen arg nerdig sein, dass man das geil Ja. findet, Ja, und es aber ist halt auch sehr unpraktisch, weil es einfach viel zu schnell verkratzen, ne? ja. Das mag ja toll sein, aber in 2 Jahren hast du so viele Kratzer drauf, dass es gar nicht mehr toll ist, ne? Ja. Das ist halt das Problem. Du dürftest halt nur Säul drin haben und kein Sand Ja, das und ist. kein Kies, sonst ist die Scheibe, die ist sowas von schnell verkratzt. Also ich bin mal gespannt, wie lange sie daran wirklich Freude haben, ne? Ja, also ich hoffe möglichst lang, ehrlich gesagt. Sei das heißt, es ihnen vergönnt, dass sie da möglichst lang Freude Ja, dran klar, haben. natürlich.
Ja, sonst war ich jetzt nicht in vielen Aquarienläden. Ich habe nur mitbekommen, dass du es geschafft hast, in München einen weiteren Laden zu überzeugen. Ja, ganz toll, ja. Also ja. Den Aquaristik Center Ost. Center Ost, genau. Den Haar, den hast du jetzt auf die Reunemann-Seite, auf die dunkle Seite der Macht gezogen. War ganz toller Laden, muss ich einfach sagen. Von der Optik her fand ich sehr schön. Ganz ungewöhnlich, mitten im Gewerbegebiet. Ich bin dreimal dran vorbeigefahren. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Mein Navi sagt es, sie haben ihr Ziel erreicht. Wo soll das denn hier sein? Und dann, aber relativ große Halle da plötzlich. Leute sind gut drauf. Sehr nett. Und auch sehr große Anlage. Also auch wirklich eine riesige Fischverkaufsanlage und einfach auch gut gewachsen. Das ist tatsächlich, das ist so ein Land, der ist so organisch über die letzten Jahrzehnte gewachsen und hat sich da jetzt etabliert in dem Gewerbegebiet. Gibt's ja auch, das sind ja vor ein paar Jahren erst umgezogen dorthin. Und ich mag die Leute auch, die haben ja meinen Umzug gemacht. Die haben ja meine Aquarien umgezogen. Das waren die Leute, die ich da engagiert habe, dass die meine kompletten Aquarien alle umziehen. Und die haben das da damals gemacht. Der hat deine Aquarien getragen, oder wie? Ja, alle haben meine Aquarien getragen, außer ich. Alle haben Aquarien getragen, außer ich. Ja. Nee, das kannst du nicht machen, weil du in der Zuchtanlage hast und da fünf so Scapes rumstehen hast, weißt, da fängst du nicht selber an. Schon gar nicht aus dem dritten Stock Altbau, weißt, ohne Aufzug. Ich habe ihn damals noch einen Außenaufzug besorgt über eine Umzugsfirma, weil sonst wären sie mit ihrer Kalkulation, glaube ich, baden gegangen. Ja. Und dann haben sie gut gemacht. Also oder holst du Fische bei denen oder bringst du Fische hin oder was machst du bei denen? Ich höre mir ab und zu meine CO2-Flaschen auffüllen lassen. Ja. Hole natürlich, ich habe auch schon Fische gekauft bei denen. Ja. Kubotai habe ich gekauft und mal so diese blauen Peru-Salmler. Ja. Und sonst dann nicht so viel. Wie gesagt, du weißt es ja eh, das ist bei mir so speziell da. Ja. Wobei ich jetzt tatsächlich durch meinen Freund Thomas, der ja wieder in die Aquaristik gefunden hat, hier kann ich übrigens auch verkünden, der soziale Druck auf den Thomas, dass jetzt auch seine Internet-Heroes, die Aquadicted-Jungs, ihn persönlich angesprochen haben, er soll mir doch einmal ein Interview geben, hat gewirkt. Der Thomas hat sich bereit erklärt für ein Interview. Das ist halt insofern ganz schön, weil ich finde die Thematik halt gut. Der Thomas war ein Top-Aquarianer in seiner Jugend, wirklich in seiner Jugend. Wir waren 16, 17, 18, 19, weißt du, junge Kerle. Und hat dann die Aquaristik völlig aus den Augen verloren und sich einfach nicht mehr damit beschäftigt, aufgrund beruflich, privater Situation. Und ist jetzt so vor dem, also mit dem Podcast sozusagen, also so ein halbes Jahr, nachdem ich diesen Podcast angefangen habe, hatte ich, das war schon immer mein Steuerberater, also den habe ich dann einmal im Jahr halt immer gesehen. Und er hat es einfach gut gemacht. Also er hat erstens sein Wissen, das er von damals noch so im Hinterköpfchen gespeichert hatte, genutzt. Aber andererseits hat er sich natürlich viel an mich gewandt oder auch viel Internetquellen benutzt. Und hat halt diesen Neueinstieg relativ sehr gut hinbekommen. Ja. Und es ist halt schon spannend, auch für die Leute mal zu sehen, hat gesagt, so kann man es auch machen. Und weißt du, was der ausschlaggebende Faktor bei seinem Neueinstieg war? Er hat Geduld gehabt. Er hat alles ganz langsam alles. Also wie gesagt,
wirklich zuerst mal mit zwei so drei Splitter Cubes angefangen, da hat er sich ein paar Garnelchen von mir geholt, dann das einlaufen lassen, dann hier mit Pflanzen, mit Soil das erste Mal gespielt, sich eine Osmoseanlage gekauft, weißt, alles schön. Und jetzt, der ist halt totaler Australien-Fan und auch von Fische aus Australien. Ja. Jetzt hat er sich so ein Biotopscape, so ein 80 Zentimeter Becken eingerichtet mit Pseudomogil Signifer und noch was relativ seltenen, ich habe Radinocentrus heißen die. Radinocentrus anatis, ja. Ja. Und und jetzt hat er im Keller schon die Schwerlastregale mit Bootslack eingestrichen, damit sie ihm nicht zusammenfaulen im Laufe der Zeit. Es stehen da plötzlich im Keller 5 Becken rum, oben stehen 5 Becken rum und der alles schön langsam und den werde ich jetzt mal interviewen und wir werden das so zweiteilig machen. Einerseits so diesen Wiedereinstieg in die Aquaristik einfach und der zweite Teil wird dann sich darum gehen, da werden wir den Dr. Försch nochmal so ein bisschen aufleben lassen, weil er natürlich einer der wenigen Zeitzeugen ist, der auch aus der Jugendgruppe und vom Dr. Försch berichten kann. Und jetzt gerade auch mit dem Beef mit dem Güllepapst hat der Thomas mir immer sehr zur Seite gestanden, hat meine Podcasts vorher gehört, hat mir noch ein paar Tipps gegeben, wo ich mich deutlich zusammenreißen soll und wo ich eben machen soll, wie ich denke. Und hat mir da sehr geholfen, da die letzte Woche auch tatsächlich geistig vernünftig zu überleben. Weil du hast es ja mitbekommen, das war ja alles andere als so richtig spaßig. Jetzt so im Nachhinein, klar kann man sich da drüber amüsieren. Aber so zwischendrin, da habe ich mir echt die Nächte um die Ohren geschlagen, um diese Podcasts zusammenzustöpseln, um da auch die richtige Tonalität zu treffen und hier auch aufzupassen, dass hier nichts justiziabel ist. Okay. Ich habe direkt nach diesem Stream mir in der Nacht noch, da habe ich die komplette Nacht durchgemacht und habe so eine Dreiviertelstunde haarkleine Analyse über was da in diesem Stream abgelaufen ist gemacht. Und da habe ich auch gesagt, das kannst du nicht hochladen, ohne dass das ein Anwalt prüft, weil wenn da irgendwas Justiziables... Üble Nachrede. Drin, ja, nicht nur üble Nachrede, das ist das geht dann schon eher in Richtung... Aber das liegt jetzt alles beim Anwalt und nachdem jetzt ja sich das Ganze in Wohlgefallen für mich aufgelöst hat, werde ich diesen langen Podcast wahrscheinlich niemals veröffentlichen, weil wie gesagt, der liegt jetzt beim Anwalt. Der Anwalt soll da jetzt mal drüber schauen und wenn er mir ein paar Sachen sagt, die ich da piepen muss, dann tue ich das. Dann wird das der allererste Podcast in meinem Leben sein, wo ich was schneide. Weil ich schneide ja normalerweise nicht. Das ist eines der hauptsächlichen Dinger, dass ich halt überhaupt nichts schneide. Jetzt freue ich mich schon auf Dortmund, ehrlich gesagt. Wird toll werden, kann ich ja garantieren. Ja. Wird echt richtig, wirklich gut werden. Was ich halt so mitbekomme, die ganze Industrie, alles sind alles super heiß. Das wirklich zu präsentieren, weil es letztes Mal so positiv verlaufen ist und die jetzt wirklich alle mit den Hufen scharren und eigentlich jeder was Geiles dazu beisteuern wird und es wird mit Sicherheit super toll werden. Ne? Ich hoffe natürlich vom sehr. Wettbewerb her, mit ADA auch und aber auch alle anderen Firmen bin ich sicher, wenn sich alle die allergrößte Mühe geben und es wirklich, wirklich super werden, bin ich mir ganz sicher. Ja. Da bin ich mir auch ganz sicher. Ich hoffe nur, dass wir richtig, so richtig geiles Herbstwetter kriegen. Weißt du, so goldenen Oktoberwetter, das wir da haben. Das wäre schon schön, weil es ist halt schon gemütlich. Ist ja auch eine schöne Umgebung da mit den Bäumen der Felder, genau. Da draußen stehen Currywurst essen. Genau. Ja, das ist immer nett, ne? Muss das man ist schon sagen. Einfach gut. Da muss man schon sagen. Und ich hoffe halt, ich werde vielleicht einen Tag früher mal anreisen. Und mal gucken. Ich werde vielleicht sowieso die nächste Zeit nochmal reisen. Ich möchte es dringend mal
tatsächlich das Ruhrgebiet einmal bereisen und mir so ein paar Läden anschauen und ähnliches. Ich sag dir vorher Bescheid und dann treffen wir uns, dann machst du mir mal ein, zwei Tage lang den Touri-Guide durchs Ruhrgebiet. Danach kann ich das Ruhrgebiet nicht mehr betreten, wenn ich mit dir dort war. Ja, weil sie alle nur noch nach München schauen, ist klar. Ach so. Ah, okay. Roland, eine Stunde haben wir hinter uns gebracht. Malifiz-Raucherei. Das war eine super Geschichte doch vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt, der dann auch nach der OP gemeint hat, ich sollte doch bitte jetzt mal mindestens 3 Tage lang nicht rauchen. Mhm. Und dann war ich aus der OP draußen, dann war ich kurz im Aufwachraum, da war ich wieder auf meinem Zimmer. Und direkt gegenüber von meinem Zimmer war der Balkon. Und dann hat gesagt, das sieht mich hier eh keiner. Und dann gehe ich auf den Balkon, zieht mir der so, ich sag mal, eine Stunde nach der OP mal so eine Zigarette an. Dann schaue ich mich so um und schaue so nach oben. Ist er zwei Fenster oben weiter drüber, schaut er so runter und schüttelt nur den Kopf. Er hat nichts gesagt, gar nichts, aber er hat nur den Kopf geschüttelt. Ja, das sind die Drogenabhängigen. Ja, die Drogenabhängigen, das ist so. Ja. Ja. Gibt's noch irgendwas, was wir ansprechen müssen? Was hat sich denn noch getan in unserem Hiatus, nennt man das, glaube ich, in unserer Abwesenheit? Nichts. Ohne uns läuft eh nichts. Jetzt wisst das alle Leute. Da, wo wir nicht sind, ist nichts. Das ist Diaspora. Ja, sehr schön. Du, Roland, es war mir ein Fest. Ich werde es tatsächlich wahrscheinlich auch Richtung Wochenende hochladen. Ja. Und jetzt war gerade die Verbindung voll scheiße. Jetzt bist du auch frozen. Ich glaube, wir sind durch. Liebe Leute, der Roland kann sich, glaube ich, jetzt nicht mehr verabschieden, weil der Roland ist jetzt frozen. Ich glaube, die Internetverbindung im Ruhrgebiet ist noch Neuland. Ich moderiere es mal ab und dann schauen wir mal, ob der Roland nochmal zurückkommt. Das war ja der Podcast von Bustani Aquaart. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.